Zum Job. Volker Jandt sagt, ich kenne die Aufgaben eines Bundesgeschäftsführers nicht. Ich denke immer, er ist für Verwaltungsaufgaben wie Finanzen und so weiter zuständig. Hilf mir mal weiter. Was genau machst du? Nun, für die Finanzen ist erstmal der Bundesschatzmeister zuständig, aber der Bundesgeschäftsführer ist im Prinzip für die Organisation der Partei zuständig, das heißt für die Koordination mit den Landesverbänden, mit den Landesgeschäftsführern, für die Organisierung von Kampagnen wie unsere Kampagne für mehr Personal in der Pflege, gemeinsam hier mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Karl-Liebknecht-Haus. Ich bin auch zuständig für die Organisation des nächsten Bundesparteitags. Also all diese Themen, das ist mehr als Verwaltungsarbeit, ist natürlich auch eine sehr politische Aufgabe, aber hat auch viel mit Organisation zu tun. Und kannst du uns ein bisschen aus deiner Biografie erzählen? Wie bist du zur Linken gekommen? Nun, ich bin in den 80er Jahren Mitglied der Alternativen Liste in West-Berlin geworden und habe dann politische Differenzen entwickelt. In den 90er, im Jahr 1990, als es hier eine rot-grüne Regierung gab, die aber immer weiter nach rechts gegangen ist. Und dann kam die deutsche Einheit. Ich habe dann sehr intensiv mit der PDS diskutiert und bin Ende 1990 dann auch aus der Alternativen Liste ausgetreten und habe dann 1991 ein Abgeordnetenmandat auf der offenen Liste der PDS erhalten und im Berliner Abgeordnetenhaus und bin 1999 bin ich nach Beginn des Jugoslawienkriegs in die PDS eingetreten wegen ihrer klaren Haltung zur Friedenspolitik und gegen den Krieg in Jugoslawien. Okay, das geht gleich weiter mit innerparteilichem. Helmut Schuler möchte wissen, tatsächlich ist es ja so, dass viele Bürger, ich auch, die Aussagen von Frau Dr. Wagenknecht als die richtige Antwort auf die drängenden sozialen Probleme der BRD sehen. Dabei meinen auch viele, Sarah wäre in der falschen Partei und deshalb nicht wählbar. Ich bin, also Helmut Schuler, an diesem Punkt auch verunsichert, vor allem wenn es darum geht, ob die Linke voll hinter dem steht, was sie sagt. Nun, ich finde vieles richtig, was Sarah sagt zu Wirtschaftsthemen, zur Kritik des Finanzkapitalismus. Wir haben eine Differenz in der Frage der Flüchtlinge, weil ich glaube, dass unsere Position, die auch im Erfurter Programm formuliert ist, dass wir für offene Grenzen sind, dass das eine richtige Position ist. Wir müssen uns richten gegen eine Politik, die versucht, in Deutschland Menschen, die hier zuwandern, häufig aus Gründen, dass sie in existenzieller Not sind, teilweise auch in wirtschaftlicher Not, denen müssen wir Unterstützung geben. Und das muss gleichzeitig verbunden werden mit unserer sozialen Politik. Das heißt, wir müssen eintreten für mehr sozialen Wohnungsbau. Wir müssen eintreten gegen prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Die Antwort darauf, dass möglicherweise Flüchtlinge genutzt werden von Unternehmen für Lohndumping, kann nicht sein, dass man die Flüchtlinge außen vor hält, sondern die muss sein, dass wir für klare Kontrollen, zum Beispiel beim Mindestlohn, kämpfen. Da liegt vieles im Argen gegenwärtig. Das heißt, die sozialen Rechte für Menschen, die hier zuwandern, müssen gewährleistet werden, wie für diejenigen, die hier schon längere Zeit leben. Das ist meine Position und das wird gegenwärtig auch innerhalb der Partei diskutiert, welche Position wir zur Zuwanderung einnehmen. Aber unsere Mehrheitsposition, wie sie auch im Erfurter Programm und auch im Bundestagswahlprogramm niedergelegt ist, ist, wir müssen eine Kultur der Offenheit und der Freizügigkeit pflegen. Nun wird die Zerstrittenheit in der Öffentlichkeit wahrgenommen zwischen Fraktionsspitze und Parteispitze. Frank Schmidtgen fragt, wie willst du dem entgegenwirken? Also ich glaube, wir müssen darauf achten, dass wir diese Diskussion sachlich führen, in der Sache. Das kann man auch sehr hart diskutieren, aber wir müssen wegkommen von dem, wie es häufig auch in den Medien und teilweise auch in den sozialen Medien, über Facebook, über Twitter, dass es als persönliche Auseinandersetzung dargestellt wird, sondern es ist eine Diskussion in der Sache und das sind ja auch keine einfachen Themen,
sondern da muss die gesamte Partei die Möglichkeit haben, an dieser Diskussion teilzunehmen und versuchen, sich gemeinsam zu einer Mehrheitsposition durchzuringen und diese gemeinsam zu entwickeln. Das heißt, wie gesagt, Diskussion in der Sache, hart am Thema, aber weg von persönlichen Angriffen. Thomas Kluge fragt, was wollt ihr gegen eine Verrohung der Diskussionskultur, wie man sie während der Fraktionsklausur besichtigen konnte, tun? Und wie kann aus Strömungsmachtpolitik eine Verhandlung von Sachfragen werden? Ja, das ist die Schlüsselfrage. Also man kann natürlich nur an alle Beteiligten appellieren. Und ich glaube aber, dass die große Mehrheit unserer Mitglieder das Interesse haben, solidarisch miteinander umzugehen und solidarisch zu versuchen, um Positionen zu ringen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir diese Diskussion möglichst breit führen. Also wir werden zum Beispiel im Februar 2 Regionalforen durchführen. Wir werden im Herbst eine linke Woche der Zukunft haben, wo all diese Themen intensiv diskutiert werden können. Und ich hoffe, dass das eine sachliche Diskussion wird, die uns alle auch wirklich weiterbringt und klüger macht und die Partei solidarisch weiterentwickelt. Das, glaube ich, ist die Aufgabe. Dass es immer wieder Einzelne gibt, die einen Diskussionsstil pflegen, den ich nicht gut finde, das wird nicht zu vermeiden sein, aber die Frage wird doch sein, wie diskutiert die Mehrheit dieser Partei, wie diskutieren die wichtigen Akteure miteinander? Da, glaube ich, muss man deutlich machen. Man kann hart in der Sache sein, aber es muss immer eine solidarische Kritik untereinander sein. Sigmund Schappler möchte wissen, warum du gleich, nachdem du den Posten bekommen hast, vorgeschlagen hast, alle parteilichen Unstimmigkeiten innerparteilich zu lösen. Na, das heißt ja nicht, dass sie nicht öffentlich wären, sondern was ich vorgeschlagen habe, ist, wir müssen aufhören, innerparteiliche Diskussionen über, sag ich mal, sehr grobe und kurzschlüssige Tweets oder Facebook-Einträge zu führen, sondern wir sollten uns wirklich versuchen, gründlich über die Themen zu reden und zu diskutieren. Das kann natürlich auch öffentlich werden. Natürlich, es gibt keine innerparteiliche Diskussion, die nicht auch an der Öffentlichkeit dringt und öffentlich diskutiert wird. Und ich bin zum Beispiel auch dafür, dass wir zum Beispiel ein Thema wie gehen wir um mit Migration und Zuwanderung, dass wir das mit Flüchtlingsinitiativen, mit Migrantenverbänden, mit Pro-Asyl gemeinsam diskutieren, aber wie gesagt auf eine vernünftige Art und Weise, auf solidarische Art und Weise, darum ging es mir. Jetzt ein paar gesamtgesellschaftliche Fragen. Axel Lambrecht möchte wissen, warum will die Gesellschaft keine soziale Gerechtigkeit? Ah, das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, wenn man sich die Umfragen ansieht, dass viele Menschen sagen, es läuft in Deutschland nicht gut. Wir brauchen auch mehr soziale Gerechtigkeit. Und wenn man sich die Umfragen ansieht, dass es eine große Mehrheit für den Mindestlohn gibt, ich glaube auch, dass es eine große Mehrheit für ein gerechtes und besseres Rentensystem gibt. Das Problem ist, dass die Parteien und die Regierungskoalition dem entgegenstehen. Wir werden das Problem, wir stehen vor dem Problem, dass es möglicherweise und wahrscheinlich wieder eine große Koalition gibt. Da erwarte ich nicht sehr viel. Leider ist es so, dass viele Menschen bei ihrer Wahlentscheidung nicht nur das Thema der sozialen Gerechtigkeit, sondern auch andere Themen, andere Parteibindungen berücksichtigen. Und deshalb kommen immer wieder diese Mehrheiten zustande. Wir müssen versuchen, deutlich zu machen, dass wir die konsequente Stimme für soziale Gerechtigkeit sind und dass wir Themen haben, für die es auch eine gesellschaftliche Mehrheit gibt, wie eine gerechte Rente, Kampf gegen prekäre Beschäftigungsverhältnisse, bessere Löhne. Dafür gibt es gesellschaftliche Mehrheiten und das müssen wir deutlich machen, dass unsere Partei dafür steht und dass wir dafür auch Unterstützung gewinnen. Hans-Jörg Seiler, was unternimmt die Linke konkret, um den Armen in diesem Land zu helfen? Also wir haben gerade jetzt im Bundestag eingebracht, einen Antrag, den Mindestlohn auf 12 Euro die Stunde zu erhöhen. Das wäre ein wichtiger Beitrag
gegen Armut, der Kampf gegen prekäre Beschäftigungsverhältnisse, diesen riesigen Niedriglohnsektor, der mit der Agenda 2010 eingeführt wird, den wollen wir austrocknen und wir wollen in den sozialen Sicherungssystemen. Bei der Rente zum Beispiel muss es ein existenzsicherndes Minimum geben. Wir sagen 1.050 Euro ist das, was gegenwärtig das absolute Minimum ist. Das wären konkrete Maßnahmen, um Armut zu bekämpfen. Und selbstverständlich brauchen wir wieder Tarifbindung, höhere Löhne in Deutschland, weil das wird auch ein wichtiger Beitrag gegen Armut sein, wird auch mehr Geld in die sozialen Sicherungssysteme bringen und damit auch eine Voraussetzung für auskömmliche Renten. Lars-Peter Braun sagt, lieber Herr Wolf, Ihre Partei spricht sich für einen Mindestlohn von 12 Euro aus, was sehr löblich ist. Was wird dann dagegen getan, dass nicht sofort auch die Preise für alles steigen, Dienstleistungen, Konsumgüter, Energie und so weiter? Also die Erfahrung mit der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns, jetzt bei der Einführung mit 8,50 Euro, gab es ja vorher auch die große Befürchtung, dass alles teurer wird. Diese Befürchtung ist nicht eingetreten. Auch die Erfahrung zum Beispiel aus England, als der Mindestlohn eingeführt wird, zeigt, dass es keinen riesigen Preissprung gibt. Was es geben kann, ist, dass bestimmte einzelne Dienstleistungen sich verteuern. Das ist die Konsequenz dafür, dass man sagt, die Leute und die Menschen müssen existenzsichernde Löhne bekommen. Insgesamt wird der Mindestlohn aber auch dazu führen, dass sich das Lohnniveau auch in den anderen Bereichen anhebt, sodass auch die Kaufkraft insgesamt größer wird. Insofern glaube ich, dass alle profitieren von einer Erhöhung des Mindestlohns. Christa Scheurich fragt, stellvertretend für viele andere, wieso lehnt die Linke ein bedingungsloses Grundeinkommen ab? Nun, wir haben innerhalb der Partei unterschiedliche Positionen dazu. Wir haben in der Linken Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens. Es gibt andere, die dieses ablehnen. Wir haben gesagt, wir führen diese Diskussion innerhalb der Partei noch offen. Ich selbst habe eine sehr kritische Position zum bedingungslosen Grundeinkommen, weil die Gefahr besteht beim bedingungslosen Grundeinkommen, dass sozusagen alle sozialen Sicherungssysteme umorganisiert werden müssen, ersetzt werden durch das bedingungslose Grundeinkommen. Und ein großes Risiko besteht zum Beispiel darin, dass dann über Steuern, über Umverteilung das Grundeinkommen gesichert wird und Unternehmen letztendlich nur noch eine Aufstockung zahlen müssen für die Arbeitskraft der dort Beschäftigten, gewissermaßen ein Kombilohnmodell. Und das, glaube ich, ist ein Modell, das nicht vernünftig ist. Meine Position und die Position, die wir auch im Bundestagswahlprogramm formuliert haben, ist, wir müssen Grundsicherung in allen Säulen des sozialen Sicherungssystems einführen, einen existenzsichernden Mindestlohn, existenzsichernde Rente. Das sind die wichtigen Punkte, aber ein generelles bedingungsloses Grundeinkommen halte ich für problematisch. Sabrina aus Berlin sagt, wie wollen Sie den Pflegenotstand beseitigen? Es ist schon kurz vor 12. Nun, da gibt es aus meiner Sicht zwei Themen. Erstens, die Pflege muss besser bezahlt werden. Und das Zweite ist, wir brauchen mehr Personal innerhalb der Pflege. Das heißt, da muss von staatlicher Seite auch mehr Geld in die Hand genommen werden, damit die Pflegeeinrichtungen auch in der Lage sind, ihre Beschäftigten anständig zu bezahlen und mehr Pflegepersonal einzustellen. Und das ist natürlich auch eine Frage der frühzeitigen Ausbildung. Zur Wirtschaftspolitik, Christian Meike fragt, Transaktionssteuer pro oder contra? Pro. Zur AfD, Franziska Peterhallner, habt ihr euch ernsthaft darauf eingestellt, dass es jetzt an euch liegt, der AfD Paroli zu bieten? Die Bürgerlichen haben anscheinend kein Konzept. Also das Thema Kampf gegen rechts ist ein zentrales Thema unserer Partei. Wir haben gerade auch gegenwärtig eine Kampagnenplanung in der Auseinandersetzung gegen Rechts und Argumentationsmaterial, damit auch vor Ort gegen Rechts argumentiert werden kann. Und was ein zentraler Punkt ist, wir müssen in den Bereichen, wo viele Menschen das Gefühl haben, sie sind abgehängt, keiner kümmert sich um sie, dass wir dort als Partei präsent sind, dass wir dort die Diskussion führen und dass wir auch politische Angebote für diese Menschen formulieren, das heißt deutlich machen, ihr
seid nicht abgehängt. Wir kümmern uns um euch, wir nehmen eure Themen und eure Probleme auf, aber nicht in der Form, dass wir sie gegen andere wie Flüchtlinge, Migranten wenden, sondern indem wir sagen, dass hier zu wenig Wohnraum ist, dass eure Buslinie eingestellt worden ist. Das liegt nicht an den Flüchtlingen, sondern das liegt an neoliberaler Politik. Und dagegen muss man gemeinsam kämpfen und nicht gegen Flüchtlinge oder Migranten. Zur Causa Ken Jebsen hat eine Frage. Sebastian Herrmann hat eine Frage dazu. Er fragt sich, warum die Partei sich dort mit Dieter Dehm solidarisiert hat. Dabei hat sie sich doch erst mit Klaus Lederer solidarisiert. Vielleicht kannst du das kommentieren. Ja, gerne. Unsere Kritik an der Politik von Dieter Dehm und seine Offenheit gegenüber Ken Jebsen und anderen Menschen, die in der Diskussion als Querfrontpolitiker bezeichnet werden, die ist unbestritten, die steht nach wie vor. Wir haben uns nur an dem einen Punkt, wo als Dieter Dehm vorgeworfen wurde, er würde Antisemitismus erst erkennen, wenn auch in den KZs Menschen umgebracht werden, und würde nicht protestieren, wenn wieder der Judenstern eingeführt wird oder KZs errichtet werden. Da haben wir gegen gesagt, das ist eine Kritik, die maßlos ist. Dagegen haben wir uns gewandt, so wie wir uns gegen ungerechtfertigte Angriffe gegen jedes Parteimitglied wenden. Aber das ist keine Relativierung unserer Kritik an der Bündnispolitik und der mangelnden Trennschärfe, die Dieter Dehm zeigt gegenüber Menschen wie Ken Jebsen oder anderen, die jetzt im Kino Babylon aufgetreten sind. Phil Knees möchte wissen, warum weigern sich die Leute so vehement dagegen, die Linke zu wählen, obwohl dies die einzige Partei ist, die sich wirklich für soziale Gerechtigkeit einsetzt? Nun, viele kennen die Linke noch nicht, weil wir in weiten Teilen der Republik nicht in der Fläche präsent sind. Also das, wir stellen aber fest, dort, wo wir zum Beispiel in Westdeutschland in Kommunalparlamenten präsent sind, wo die Leute uns erleben, dass es dort zunehmend Unterstützung gibt. Und es gibt natürlich traditionelle Parteibindungen. Es gibt Menschen, die auch resigniert haben, die sagen, es ändert sich nichts in der Politik, die den Glauben daran verloren haben, dass sich in der Politik was ändert. Ich glaube, da liegt eine ganz wichtige Aufgabe für uns, durch Präsenz vor Ort, über direkte Kontakte mit den Menschen, ihnen wieder Mut zu machen und Hoffnung auf Veränderung und auch Lust auf Veränderung. Das halte ich für eine wichtige Aufgabe unserer Partei. Wie schaut die weitere Ausrichtung der Linken aus? Nun, unser Ziel ist klar. Wir sind die Partei, die eindeutig und klar und unmissverständlich für soziale Gerechtigkeit eintritt, für Abrüstung. Wir wollen diese Rüstungsexporte stoppen und die Verantwortung der Bundesrepublik Deutschland für das, was zum Beispiel an Migrationsströmen aus Afrika zu uns kommt, auch deutlich machen, nämlich die Handelspolitik, die von Seiten der Europäischen Union mit Unterstützung der Bundesrepublik betrieben wird, die auch zu Massenelend in der sogenannten Dritten Welt führt, wo die Existenzgrundlage erzogen wird. All das werden wir deutlich machen und gleichzeitig sagen, wir wollen Veränderung und wir sind bereit, für Veränderung auch Verantwortung zu übernehmen. Aber die Veränderung muss in die richtige Richtung gehen, sprich Ende der prekären Arbeit, Schluss mit dem Sanktionsregime bei Hartz IV, Schluss mit Rüstungsexporten. Wenn es dafür Bündnispartner gibt, sind wir gerne bereit, auch in Bündnisse zu gehen. Und wie steht die Linke zum Familiennachzug? Also das ist, finde ich, eine Selbstverständlichkeit, dass Menschen, die hier Zuflucht gefunden haben, dass diese auch die Möglichkeit bekommt, dass ihre Familie nachzieht. Das ist auch ein wichtiger Beitrag zur Integration, weil nur wenn ich im Familienverband bin, kann ich mein gewohntes Leben führen, kann ich mich auch in diese Gesellschaft integrieren. Insofern gibt es da überhaupt keine Diskussion bei uns. Der Familiennachzug muss sein und dieser Ausschluss des Familiennachzugs muss Anfang dieses Jahres fallen. Roland Jeske möchte wissen, wie steht die Linke zum Vorschlag der Bürgerversicherung? Die Bürgerversicherung ist ein alter Vorschlag von uns. Wir wollen, dass es ein einheitliches Versicherungssystem gibt. Es ist absurd,
dass wir eine zwei, wenn nicht drei Klassenmedizin gegenwärtig haben, dass wir auf der einen Seite gesetzlich Versicherte haben, auf der anderen Seite private Versicherte. Der Privatversicherte kriegt innerhalb kürzester Zeit einen Termin beim Arzt. Der gesetzlich Versicherte muss manchmal Wochen, manchmal sogar Monate lang warten. Mit dieser Ungerechtigkeit muss Schluss sein. Alle müssen in ein System einzahlen. Im Übrigen auch, was die Rentenversicherung angeht, auch da gilt es, auch Beamte, Politiker, Selbstständige sollten in ein Versicherungssystem einzahlen. Dann kann man auch soziale Gerechtigkeit gewährleisten. Und die letzte Frage von Patrick Schulte. Er möchte etwas zur Politik des Rot-Roten Senates in Berlin wissen und sagt, Aufrüstung der Repressionsorgane, ist das links? Nein, Aufrüstung der Repressionsorgane ist nicht links. Wir vertreten im Rot-Rot-Grünen Senat auch eine Politik, die ganz klar für Bürgerrechte eintritt. Wir haben unter anderem vereinbart in der Koalition, dass es einen Polizeibeauftragten gibt, an den sich dann auch Bürger wenden können. Was richtig ist, ist, dass wir gegenwärtig mehr Polizistinnen und Polizisten einstellen, um auch ein größeres Sicherheitsgefühl zu schaffen und gegen Kriminalität vorzugehen. Aber es ist gleichzeitig klar, wir verteidigen das Demonstrationsrecht. Wir verfolgen eine Strategie der Deeskalation bei Demonstrationen, anders als das vorhergehende CDU-Senatoren gemacht haben. Okay, vielen Dank. Das war's aus dem Kalibknechthaus. Bis zum nächsten Mal.